Im Rahmen ihrer diesjährigen Sommertour hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zusammen mit der Bundesbauministerin Clara Geiwitz das Meeresmuseum in Stralsund besucht. Mit dem Gepäck hatten sie die Zusage für die Übernahme der Mehrkosten in Höhe von 11,1 Millionen Euro, die durch den Umbau des Gebäudes bislang entstanden sind. Zudem plant man einen Sicherheitspuffer über weitere 1,9 Millionen Euro ein für weitere noch mögliche Kostensteigerungen. Bei einer Führung über die Großbaustelle durch den wissenschaftlichen Direktor des Museums, Professor Dr. Burkhard Baschek, konnten sich Schwesig, Geiwitz und der Stralsunder Oberbürgermeister über den aktuellen Stand des Projekts informieren. Wir investieren hier im Meeresmuseum 40 Millionen Euro plus jetzt noch 40 Millionen Euro zusätzlich, wir haben es gerade eindrucksvoll gesehen, dieses Meeresmuseum ja, im 21. Jahrhundert ankommen zu lassen, als großes Kulturmuseum, natürlich für Bildung, für Wissenschaft und Forschung. Es ist aber auch ein absolutes touristisches Highlight. Wir alle haben in diesem Jahr das durchwachsene Wetter erlebt und da ist es schön, bei Sonne am Strand zu liegen, aber eben auch bei vielleicht durchwachsenerem Wetter die Museen zu besuchen. Und alle, die von uns schon mal mit Kindern ja, im Meeresmuseum waren, im Ozeanium, wissen, das begeistert nicht nur die Kinder, sondern auch Erwachsene. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir hier wirklich eine Perle, die wir schon haben, erweitern. Und ich will mich ganz herzlich beim Direktor des Museums bedanken, aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben eben bei zwei Mitarbeitern eindrucksvoll erlebt, wie viel Herzblut, wie viel Wissen in so einem einzelnen Exponat steht. Und ich bewundere das sehr, wenn Menschen so viel Herzblut mitbringen und sich dieser Leidenschaft widmen. Ohne diesen Leuten wäre das Museum eine tolle Hülle, aber wenig Inhalt. Und mein besonderer Dank gilt natürlich der Bauministerin Clara Geiwitz, dass sie in schwierigen finanziellen Zeiten, wo der Bundeshaushalt finanziell eng ist, es ermöglicht hat, dass der Bund eben diese wichtige Baustelle, dieses wichtige Bauvorhaben zur Hälfte finanziert, sowohl die eingeplanten Mittel als jetzt nochmal die Aufstockung für zusätzliche Kostensteigerungen. Und meine Respekt gilt dem Oberbürgermeister. Wir haben es eben gehört, dass die Stadt es schafft, gemeinsam mit den Architekten, den Fachleuten in diesem heiligen Weltkulturerbe eben auch diesen Bau zu ermöglichen. Das bedeutet viel Fingerspitzengefühl, viel miteinander sprechen. Das ist notwendig. Wir wollen ein Land der Tradition und Moderne sein. Und das sieht man hier an dem Museumsbau. Ich freue mich auf die Einweihung und hoffe, dass dann wieder alle dabei sind. Die Einladung spreche ich schon mal aus, liebe Clara. Sehr schön. Also ich glaube, Generationen von Ostsee-Urlaubern waren bei schlechtem Wetter schon mal in Stralsund im Museum. Das gehört einfach dazu zur Ostsee. Und deswegen haben wir natürlich sehr intensiv überlegt, wie wir das schaffen können jetzt bei den Mehrkosten. Und es ist nicht alltäglich, dass eine Ministerpräsidentin wirklich bei einer Bundesbauministerin anruft und sagt, ich habe da jetzt ein Problem mit einem Gebäude. Und das zeigt auch den Stellenwert dieses Museums und des Neubaus für die Landesregierung. Und deswegen haben wir geschaut, wie wir trotz Sparhaushalt es schaffen, die Mehrkosten jetzt erstmal für den Bund sind das 5,5 Millionen, insgesamt dann 11 zu stemmen. Und das haben wir geschafft, das ist jetzt im Haushaltsentwurf drin. Und das hat auch den Oberbürgermeister sehr, sehr beruhigt, weil das wäre natürlich eine Summe, die die Stadt Stralsund selber nicht ausbringen kann. Und das ist ein wichtiger touristischer Standort, ein wichtiger Forschungsstandort, so ein Museum. Aber natürlich mir als Bauministerin gefällt sehr gut, dass wir dadurch auch ein historisches Gebäude nachnutzen können und Sie hören es, umbauen und weiter nutzen von bestehenden Gebäuden. Das ist natürlich auch ein Beitrag dazu, dass wir unser historisches Erbe bewahren können, auch das Architekturerbe bewahren können, aber natürlich auch spart das viel mehr CO2, als würden wir jetzt einen kompletten Neubau machen, auch wenn das eine riesen technische Herausforderung ist für die Architekten, die ganzen Leute auf dem Bau, hier in der begrenzten Enge der Innenstadt zu bauen. Und ich wünsche dem Bau noch einen weiteren guten Verlauf und dass wir dann den Eröffnungstag im Sommer nächsten Jahres miteinander feiern können, wieder bei so gutem Ostseewetter wie heute. Ja, ich möchte wirklich ganz aufrichtig Danke sagen. Erstens unserer Bauministerin, wirklich Danke für zwei Dinge, vor allem hier für die zusätzlichen finanziellen Mittel für unser Haus, fürs Museum. Dabei möchte ich auch wirklich unserer Ministerpräsidentin nochmal danken. Wir haben uns gesehen in Wismar
und ich habe mein Leid geklagt und gesagt, oh Gott, wir haben ein Riesenproblem. Die Ministerpräsidentin hat mir versprochen, dass sie sich da persönlich noch mal einsetzt. Ich habe ja auch gehört, es gibt offensichtlich nicht so viele Fälle, wo eine Ministerpräsidentin sich explizit um ein Haus bei der Bundesministerin verwendet. Also dafür würde ich wirklich großen Dank sagen, weil ganz ehrlich, mit der Summe wären wir insgesamt als Haus, als Museum, aber eben auch als Stadt überfordert gewesen. Deswegen ganz lieben Dank dafür. Und vielleicht möchte ich es an der Stelle auch für alle Städte ergänzen, also auch das Thema Städtebauförderung und das Nicht-Nachgeben in der Situation, dass man gesagt hat, wir setzen die Städtebaufördermittel weiter ein. Auch dafür wirklich vielen Dank. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich kenne kaum ein Element, wo die Bundesregierung Geld reingibt, wo so hoch der Wirkungsgrad ist. Und man kann sagen, wenigstens das Zehnfache an Geld auch zurückkommt. Und wir sehen es in unseren Städten. Und ich kann nur für das Element Städtebauförderung werben und dass man da unbedingt dranbleibt. Das haben sie gemacht. Also vielen Dank. Also ist vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, aber Stralsund kann wirklich heute nicht klagen. Vielen Dank an Sie drei. Gibt es eine Frage noch?